Nordbayern am fränkischen Rennsteig. Ein Tropenhaus in karger Winterlandschaft. Erstaunlich, was hier alles so wächst. Biotropenfrüchte gewinnbringend in Deutschland anbauen? Ob das geht, wollten die Gärtner hier in Klein-Tettau herausfinden. Auf rund 3500 Quadratmetern wachsen Banane, Papaya und Co. und das nahezu klimaneutral. Betrieben nur mit Regenwasser, der Abwärme einer Glashütte und mit EU-Geldern. Nach 6 Jahren können die Gärtner nun erste Bilanz ziehen. Vieles wächst im Gewächshaus, aber manches auch gar nicht. Oder es ist einfach zu teuer in Anbau und Pflege. In den letzten 6 Jahren haben wir natürlich festgestellt, Banane kennt jeder. Aber Banane im Gewächshaus wird wahrscheinlich nie in Deutschland Sinn machen. Die Kulturzeit und der Ertrag ist einfach zu gering. Mangobäume sind zu groß. Kaffee und Cherimoya zu arbeitsaufwendig, um rentabel zu sein. Gut funktionieren Stern- und Jackfrucht. Maracuja oder Papaya. Alles Pflanzen, die mit einem trockenen Gewächshausklima klarkommen, bei um die 24 Grad. Noch eine andere Frucht konnte die Gärtner überzeugen, weil sie viel Ertrag bringt und besonders gut schmeckt. Also hier sehen wir zum Beispiel etwas, das wo es ziemlich gut geht und wir zukünftig auch anbauen werden, vermehrt. Das ist die kubanische Guave, also kommt aus dem mittelamerikanischen Raum. Und die hat einen riesen Vorteil gegenüber der normalen Guave. Die kann man mit der Schale essen, eine unheimlich aromatische Frucht. Und wie man schon an der roten Farbe sieht, die schmeckt klassischerweise im Hintergrund ganz leicht nach Erdbeere. Die tropischen Gewürze wachsen ganz hinten in einer Ecke des Gewächshauses. In der Wasserfilteranlage paddelt nicht nur eine Schildkröte. Hier sprießen auch Kurkuma und Galgant, der thailändische Ingwer. Was die einzelnen Pflanzen zum Wachsen brauchen, erfragt Schmidt in deren Heimatländern. Ich finde Social Media für meinen Beruf ziemlich fruchtbar. Ich bin zum Beispiel über Instagram mit mehreren kleinen Farmern in Indonesien und Genossenschaften befreundet. Und dann zeigen die ihre Bilder und dann frage ich immer, wie macht ihr das? Wir machen das so. Und so ist eigentlich der Austausch wirklich mal auf einem kurzen Weg, dass man sich im Social Media Bereich über den Anbau in den tropischen Ländern erkundigen kann. Die Jackfrucht zum Beispiel hat ewig gekümmert, bis irgendwann der entscheidende Tipp kam, mit lauwarmem Wasser gießen. Ihr Anbau lohnt sich. Also wir verlangen derzeit, kommt immer auf die Saison und auf den Geschmack drauf an, zwischen 35 und 50 Euro das Kilo. Und wir verkaufen die oder produzieren die so, wie man sie eigentlich auf dem Markt nicht kaufen kann. Und zwar, viele haben das vielleicht im Fernsehen schon gesehen, dass man die schneidet. Aber wenn die richtig reif ist, geht man nur mit den Daumen hier rein, zieht die Schale richtig vom Fruchtfleisch runter, dann ist die massiv vollreif. Hat eine unheimliche Süße, was schon eher so auf Fruchtbonbons oder Fruchtkaugummis erinnert. Eigentlich könnte jeder Betrieb, der viel Abwärme produziert, so ein Gewächshaus betreiben. Aber Gartenbau ist schwer kalkulierbar. Klein Eden aber sichert sich mit einem zweiten Standbein ab. Ein Besuchergewächshaus mit einer Ausstellung von tropischen Pflanzen und Tieren.